Servus und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever Schönbau hier in Salzberg. Genauer gesagt, das ist so ungefähr der Speckgürtel der Stadt. So Stadtrand, noch gerade so Stadtgebiet. Da drüben befindet sich dann so planmäßig die letzte S-Bahn-Station im S-Bahn-Netz. Insgesamt ist es so, dass jetzt aktuell, der Gleisbau schon ziemlich weit vorangeschritten ist. Die Strecken sind größtenteils grob verlegt und auch schon ganz gut gefüllt mit allerhand Zeug, also Fernverkehr, Nahverkehr, Regionalverkehr, S-Bahn-Linien und so weiter und so fort. Das läuft schon alles ganz gut und jetzt geht es eben aktuell darum, das Ganze ein bisschen lebendig zu gestalten, Kulisse hochzuziehen, und deswegen habe ich auch verschiedene Bastelthemen mitgebracht für die heutige Folge. Es wird entstehen, ein bisschen gemischt eben, also Wohngebiet, Wohnviertel mit verschiedenen Bauweisen, also Reihenhäuser, Einfamilien, Mehrfamilienhäuser, alles was ihr hier so seht, und es geht auch langsam darum, das Ganze halt einfach ein bisschen lebendiger zu gestalten, mit Leben zu füllen. Besuchermagneten habe ich schon verteilt, damit eben auch einfach ein bisschen Individualverkehr aufkommt, ein paar Buslinien habe ich angelegt, ein bisschen was zum Thema Industrie, also hier drüben zum Beispiel habe ich so einen kleinen, eine Art Schrottplatz oder Wertstoffhof mit einem kleinen Schienenanschluss hochgezogen. Bisschen was zum Thema Freizeitgestaltung. Hier ist mal so ein kleines Freibad im Wohnviertel entstanden, damit die Leute auch irgendwas Sinnvolles mit ihrer Freizeit anfangen können. Hier drüben ist noch ein kleiner Tennisplatz dazugekommen. Es gibt noch einige Themen mehr in diesem ganzen Bauabschnitt, aber ich werde es mal auf wenigere Themen reduzieren. Also ich werde jetzt nicht alles in die Folge packen, Bastelzeitraffermäßig. Alles, was rund um diesen, um die S-Bahn-Station entstanden ist, hier mit diesem fetten Schulgebäude oder die Kirche, das machen wir dann irgendwann nochmal separat. Alles Step by Step. Wir starten mal in die Zeitraffer. Rund um die S-Bahn-Station, man hat es gerade schon sehen können, da ist schon einiges entstanden, habe ich auch das meiste davon gefilmt, wird dann irgendwann nochmal in der eigenen Folge kommen, aber hier geht es einfach mal drum, noch die anderen Lücken zu füllen, die grünen Flächen zu versiegeln. Die Straßen hatte ich mir schon grob verlegt und das wird einfach ein simples Wohnviertel. Eher gemütlich die ganze Geschichte hier mit kleineren Grundstücken, alles so Einfamilienhäuser so grob in die Richtung. Aber alles schon mit einem relativ hohen Detailgrad versehen, damit das auch alles nach was aussieht. Sprich, ich habe mir kleine Einfahrten geschaffen, also hier einfach Straßen kurz dran geflanscht. Habe einige Straßen dann auch abgeändert. Hier kann man es ganz gut sehen. In der Modbox sind ja auch diese unsichtbaren Straßen mit drin. Eignet sich natürlich auch ganz gut zur Grundstücksgestaltung. Hier sieht man auch schön die ganzen verschiedenen Zaun- und Mauernarten. Aus dem historischen Straßenpaket entnommen und aus der Modbox. Nicht aus der Modbox, sondern aus dem Zaunpaket von Snowball. Zäune und Hecken, glaube ich, heißt das Ding. Das sind die beiden Mods. Und wenn man die an Bord hat, hat man halt wirklich jede Menge Auswahl. An Zäunen, an Mauern, an Hecken. Alles rund um dieses Thema. Da bleiben keine Wünsche offen. So, hier nächstes kleines Wohnviertel. Das ist eben eher so ein Stil von Reihenhausbauweise. Kann man auch sehr simpel alles hochziehen, einfach mit ein paar Mauern noch versehen das Ganze. Und dann werden die ziemlich kleinen Gärten in dem Fall noch mit Hecken abgesteckt. Oh, ein bisschen Schräglage hatte ich hier, aber egal, muss auch alles nicht so perfekt sein. Und dann haben wir schon mal das grobe Layout. Dann hier, ein bisschen näher an den Gleisen, habe ich nochmal so ein bisschen Terrassenbauweise angewendet. Also mit der Modbox wieder hier so eine, eben eine Terrasse geschaffen, so was Stufenartiges. Direkt hier bei den Abstellgleisen das Ganze ein bisschen eingemauert. Auch alles Modbox, Damm, Brücken- und Dammbauelemente als Mauern verwendet. In der Höhe ein bisschen justiert und dann hier einfach an die Gleise dran gesnappt. Das geht dann auch relativ easy vonstatten. Noch kleine Korrekturarbeiten hier, alles noch freihand. Hier die Ecke einfach noch ein bisschen schöner gemacht, damit das hier nicht so in der Luft rumhängt. Und weil das ja wirklich unmittelbar neben den Gleisanlagen sich befindet, darf es dann auch ein bisschen perfekter sein als anderswo. So, das Ganze noch schön mit einer kleinen Mauer hier kombiniert, die Grundstücke
abgegrenzt, eingefriedet, glaube ich, sagt man, oder so ähnlich. Und dann noch ein paar Pflastertexturen aufgetragen. Ich glaube, die sind müssten auch alle beim Pharma-Mod mit drin sein. Da gibt es auch verschiedene Texturen, die man noch aufbringen kann. Und wie üblich angepinselt hier. Finde ich im Übrigen ein sehr wichtiges Stilmittel. Texturen. Völlig unterschätzt habe ich manchmal den Eindruck, aber das macht halt schon einen Unterschied. Fürs Gesamtbild vor allen Dingen. So, dann kleiner Cut an der Stelle. Hier wird noch fertig ausdekoriert. Die Gärten. In dem Fall habe ich es auch nicht übertrieben. Ich werde es in einer weiteren Folge, wahrscheinlich diese Woche, noch ein bisschen übertreiben. Sage ich mal, da habe ich mir so ein Patch vorgenommen mit, ich glaube, ich weiß nicht genau, 10 bis 15 Grundstücken. Und die halt dann wirklich mal so richtig schön ausdekoriert. Also praktisch maximaler Detailgrad. Das wird es dann voraussichtlich am Freitag zu sehen geben. Hier würde ich sagen, vielleicht so mittlerer Detailgrad. Ich habe auch wieder Beete angelegt, aber in dem Fall halt eine ganz simple Methode, halt wirklich nur Texturen aufgetragen und dann noch ein paar so Holzbretter reingeschmissen. Also in dem Fall auch, das ist alles wieder Brücken- und Dammbaumod aus der Modbox entnommen und einfach ein paar so Beeteinzäunungen oder wie nennt man das? Also einfach so Holzbretter, damit man halt an die Beete drankommt, ne? Also um irgendwie Unkraut zu jäten und solche Geschichten. Und um dem Ganzen halt insgesamt so ein bisschen Struktur zu geben und dann einfach diverse Pflanzen dahin geschmissen. Die Beete nicht extra noch eingerahmt und dann ist das auch ein überschaubarer Aufwand. Alles ein bisschen bunt gehalten, gefällt mir immer ganz gut. Dann diese Pflanzkübel sind auch eine nette Geschichte, noch ein bisschen mit bunt befüllen. Und dann schaut das eigentlich ganz ordentlich aus. Noch ein bisschen Grünzeug dazu, ein paar Bäume pflanzen. Den einen oder anderen Pool noch aufgestellt. Die üblichen Methoden eben, die es so gibt. Und das sind nicht weniger mittlerweile, dank der ganzen Mods, die es eben so gibt. Kleingarten-Asset-Paket, die ganzen, diese Schaukelelemente, die Gewächshäuser. Die Wäscheleinen. Und die Mülltonnen. Also wirklich großartig, was es mittlerweile einfach allein für die Gartengestaltung für Möglichkeiten gibt. Ja, das sieht halt schon relativ überzeugend aus mittlerweile alles. Wenn man das mal vergleicht von vor einem Jahr oder zwei oder so. Das ist echt ein Riesenunterschied einfach inzwischen. So, dann kommen noch ein paar Fußwege dazu, damit hier in dem Fall auch das Abstellgleis, die Abstellung erreicht werden kann. Dann endet ja hier die Oberleitung, da kommen noch ein paar Masten hin, plus Abspannung aus der Oberleitungsmasten-Modbox entnommen. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Straßenanschluss und dann kommt hier gleich noch so ein ganz kleines gewerbliches Areal dazu. Ich habe es ja schon erwähnt, so ein kleiner Schrottplatz, Schrägstrich, Werkstoffhof. So, das ist halt das grobe Thema. Da ist dann noch ein Schienenanschluss dazugekommen. So, dann hier so einen kleinen Verladekran. Der erschien mir ganz passend für sowas Schrottplatzartiges. Der ist praktischerweise auch noch animiert. Dann hat man auch gleich noch ein bisschen Bewegung drin in der ganzen Geschichte. Wirkt dann einfach ein bisschen lebendiger. Und dann eben einfach noch die passenden Assets rausgesucht, damit das irgendwie so ein bisschen Richtung Schrottplatz und Wertstoffhof geht. Ganz grob einfach nur so das Thema aufgegriffen. Muss alles nicht perfekt sein. Hauptsache die Assets passen so thematisch einigermaßen zusammen. So ein Baustellenhäuschen geht auch immer ganz gut. Ein paar Fässer, Kabeltrommeln, ein paar Baumaterialien, Schuttcontainer und die ganzen Sachen hier. Altkleidercontainer, Glascontainer und stinknormale Container. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe es ja schon mal erwähnt, also Transport Fever 1 ist halt einfach modtechnisch so weit vorangeschritten, dass man einfach ultra viele Möglichkeiten hat,
sich alles Mögliche hinzubasteln, wo man Bock drauf hat. Oh, ein bisschen Beleuchtung noch dazu, Gleisfeldleuchten. Und noch ein bisschen Rollmaterial, thematisch passend hingeparkt. Und dann schaut das alles schon gar nicht so schlecht aus hier. Kleiner Wertstoffhof, ganz simple Nummer. Gut, nächstes Thema, Freizeitgestaltung hier im Wohnviertel, damit den Leuten nicht langweilig wird. Gibt's noch ein kleines, simples Freibad dazu. Eingangsgebäude hier in dem Fall. Dann ein paar Parkmöglichkeiten natürlich. Der Swimmingpool müsste von Mayuen sein. Irgendwo bei Transportfever bei den Deko-Assets einsortiert. Tischtennisplatten dazu, bisschen Spielplatzgedöns, kleines Kiosk aufgestellt, eine Würfeluhr hingeschmissen, einen Weg reingezogen dann noch und hier ein kleines Zelt aufgestellt. Strandkörbe, warum nicht? Passt ja auch ganz gut zum Thema. Ein Eiswagen. Und noch ein paar von diesen Sonnenschirmen über die ganze Geschichte ausgekippt. So, hier so kleine Absperrgitter noch, wenn mal mehr los ist, um die Menschenmassen da so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Kleinen Weg reingezogen, der hat natürlich auch den Hintergrund, dass ich da einfach ein paar Leute reinlaufen lassen möchte, dann mittels Besuchermagneten kann man das ja alles schön steuern hier. Die Baustellengebäude, das sollen im Übrigen einfach irgendwie Toiletten und Duschhäuschen sein. Ein paar Müllcontainer passen natürlich auch ganz gut dazu, ein paar schattenspendende Bäume. Und recht viel mehr braucht's auch nicht, um ein kleines, simples Freibad darzustellen. Kann man natürlich alles noch deutlich größer gestalten, aber hier für so ein ganz kleines Stadtteil-Freibad genügt das ja allemal. So, zu guter Letzt gibt's noch einen kleinen Tennisclub. Mit derselben Methode habe ich das schon mal gemacht auf der letzten Karte. Und ich fand das eigentlich ganz nett. Nicht perfekt, aber geht auf jeden Fall als Tennisplatz durch, wenn das dann gleich fertiggestellt ist. Dann nehme ich mir auch einfach die Modbox mit den Straßenmarkierungen. Und damit grenze ich mir halt so grob einfach so einen Tennisplatz ab. Die Dimensionen stimmen wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, ja, ich habe es nicht ausgemessen. Keine Ahnung, wie groß so ein Tennisfeld ist. Ich denke mal, ein bisschen größer wahrscheinlich in der Realität, aber man kann es schon erkennen. So die grobe Form, glaube ich, habe ich schon getroffen hier. Was die ganzen, die Linien eben angeht. So, ungefähr dieselben Abstände hier. Muss auch alles nicht perfekt sein, aber das ist ja zumindest so die Grundform von dem Tennisplatz, glaube ich, habe ich schon getroffen. Das geht schon in Ordnung, würde ich sagen. Nur was halt wirklich noch richtig cool wäre, wäre halt so eine rote Textur. Das ist das Einzige, was in der Richtung noch fehlt. Ich habe dann auch noch eine Kiestextur mal aufgetragen, so um zu schauen, und eine Betontextur, aber ich würde es dann eher grün lassen, also einfach einen Rasenplatz. Ich glaube, das kommt noch am besten. Wobei ich neulich auch ein Bild gesehen habe, einen Screenshot von jemandem, ich glaube, der Stefan war es. Der hatte sich mit der Modbox irgendwie so eine rötliche Textur mit Modbox-Elementen geschaffen. Also praktisch die Modbox-Elemente einfach ganz nah auf den Boden gestellt. Muss ich auch nochmal ausprobieren bei Gelegenheit. So, hier die Jägerstände, okay. Das sollen halt, ich habe überlegt, wie kann man so einen Schiedsrichterhochsitz darstellen, aber ist halt schwierig, da gibt es halt kaum was in der Richtung. Vielleicht mit der Leiter, die es im Kleingarten-Asset-Paket gibt und dann irgendwie da noch einen Stuhl oben drauf zimmern, könnt ihr mir noch vorstellen. Aber gut, so wichtig ist das auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt, also diese Hochsitze vom Jäger, vielleicht nicht ganz so passend für so einen Schiedsrichter. Aber wer weiß. Wer weiß, wie die Tennisspieler in der Kreisklasse drauf sind. Vielleicht brauchen die ja so einen Hochsitz, die Schiedsrichter. Vielleicht gar nicht so blöd. Kriegen sie noch ein Gewehr in die Hand, kann ihnen nichts passieren. Naja, egal. Jedenfalls Tennisclub, glaube ich, kann man schon so stehen lassen. Zumindest kann man es erkennen, was es sein soll.
Und das ist auch wieder so ein nettes, kleines, individuelles Ding mit ein bisschen Wiedererkennungswert. Wertet das Viertel so ein bisschen auf. Und das passt schon. So, ein bisschen Grünzeug hier hingeschmissen. Und dann sind wir auch mit dem Gebastel erstmal soweit durch. Dann schauen wir uns abschließend natürlich noch ein paar Impressionen an. Nachdem ich dann einfach auch schon ein paar Besuchermagneten hier im ganzen Viertel verteilt habe und einfach mal eine simple Buslinie angelegt, die im Wesentlichen im Kreis rumfährt. Also fährt halt kurz zu dieser S-Bahn-Station und hat dann noch ein paar Stationen dazu bekommen. Und Neuzugänge im Bereich Rollmaterial. Da gibt es auch schon einiges zu sehen, vor allen Dingen die Sachen, die ich auf die Schnellfahrstrecke geschickt habe. Aber auch die Wiener S-Bahn ist jetzt neuerdings hier auch unterwegs. Die teilt sich praktisch die S-Bahn-Strecke mit der alten Münchner S-Bahn bzw. der alten Baureihe 420, die man hier gerade noch sehen konnte. Und den Neuzugang, den wird man auch gleich noch sehen. Hier schon in der Abstellung. Schön die Milka-Variante, die kannte ich noch gar nicht. Wusste ich nicht, dass die auch in dem Paket mit einsortiert ist. Da sind ja sowieso sehr viele verschiedene Varianten. Aber die ist natürlich schon sehr cool. Passt auch gut zur Milka-Kuh, die es gibt. Dann dieser kleine Mini-Güterzug, so nenne ich den mal. Also, Dingsbums vergessen, die Zugschlusstafeln. Der fährt halt auch zwischen zwei kleineren gewerblichen Schienenanschlüssen hin und her. So, da bringt halt nochmal ein bisschen mehr Abwechslung in die ganze Geschichte. Ein bisschen mehr Variation auf der Schiene. Und das werden wir dann auch alles nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wenn die beiden Schienenanschlüsse fertig sind. Also, der fährt halt einfach von einem Betrieb zum anderen im Wesentlichen. Bringt da so ein paar Güterwägen hin und her. Dann, ihr habt es gerade schon gesehen, Baureihe 120 ist gerade schon durchs Bild gefahren. Der ist natürlich auf der Schnellfahrstrecke unterwegs mit dem Intercity. Das war ja auch ein Zuschauerwunsch, mehrfach geäußert. Und es sind noch ein paar Sachen mehr auf die Schnellfahrstrecke dazugekommen. Ich habe die Schnellfahrstrecke auch nochmal so ein bisschen überarbeitet, hat ein kleines Facelift bekommen und das werden wir uns dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge schon mal zu Gemüte führen. Gleisgeschwindigkeiten habe ich nochmal ein bisschen überarbeitet, alles ein bisschen detailreicher gemacht und insgesamt einfach mehr Züge auf die Strecke gebracht. Und einige von denen müssten heute sowieso auch schon durchs Bild fahren. Also dann bekommt ihr schon mal den Eindruck, was alles demnächst hier auf der Anlage unterwegs sein wird. Der zum Beispiel, genau, Schweizer Intercity ist hier auch mit VMAX 200 unterwegs. Railjet natürlich nach wie vor, von denen sind sehr viele unterwegs. Ich glaube inzwischen auch alle Varianten. Da gibt es ja die ganzen verschiedenen Sonderlackierungen. Also es wird auf jeden Fall abwechslungsreicher. Und hier sieht man es auch nochmal schön, hier die S-Bahn, die Baureihe 420. Werden wir auch gleich nochmal unter die Lupe nehmen in verschiedenen Ausführungen. So, auch die Felswand, diese fette Felswand dort hinten, das wird auch praktisch eine Folge werden, ein Bauabschnitt. Da habe ich mich mal ein bisschen so mit dem Thema, naja, Felswand eben gespielt und noch im Eigenbau so einen kleinen Tunnel dahin gebaut. Das befindet sich alles an der Güterstrecke, die noch irgendwann kommen wird. Wird sicherlich auch noch ein ganz nettes Thema werden. Der Cityjet, der seit neuestem seine Runden dreht hier. Und generell, was Rollmaterial angeht, also bin ich mittlerweile auch ziemlich zufrieden. Ah, das war die Sache mit der Lok, die Taurus gerade eben, die den Railjet geschoben hat. Ich habe mich gefragt, warum soll ich die Lok drehen? Jetzt habe ich es gesehen, ja, damit das halt mit dem Zug zusammenpasst, die Lackierung. Was wollte ich sagen? Ja, insgesamt einfach Rollmaterial, das ist jetzt mittlerweile schon so ein Stand, wo es einfach eine gute Mischung ist. Der ganze Regionalverkehr ist schön bunt gemischt. Die ganzen Fernverkehrszüge auf der Schnellfahrstrecke, da haben wir schön viel Abwechslung. S-Bahnbetrieb, Güterzüge, das ist alles mittlerweile einfach eine gute Mischung und nett anzusehen. Gerade hier in solchen Bereichen, wo einfach viele Linien durchlaufen, lässt sich mittlerweile ja doch eigentlich ganz gut filmen. Auch im Bereich Gleisbau habe ich dann
den ganzen Detailgrad so ein bisschen erhöht. Hier mit den ganzen Assets, die es so gibt, hier von Axtzähler, Stromkästen und so ein Kram, ist alles noch ein bisschen mehr geworden hier in dem ganzen Abschnitt. Oberleitungsmasten natürlich hatte ich ja schon mal thematisiert in einer der letzten Folgen, dass ich damit jetzt begonnen habe, die Oberleitungsmasten aufzustellen. Und hier kommt das ganz gut zur Geltung, ne? Mit den schönen fetten Auslegemasten, Abspannmasten dazu und all solche Geschichten. Das sieht auch alles mittlerweile ganz zufriedenstellend aus hier. Zumindest in dem Bereich. Da fehlt natürlich noch einiges. So, auch ein Neuzugang, dieser Güterzug. Hier mit den Aufliegern von Gebrüder Weiß und der Lokomotive, die ich auch noch nicht benutzt habe, glaube ich. Oder zumindest schon ganz, ganz lange nicht mehr. Hier mit dieser schönen blauen Cargo-Lackierung. Das ist auch, glaube ich, auch eine Mehrsystem-Lok. Und hat in diesem Fall sogar den deutschen Pantographen gehoben. Gibt es verschiedene Ausführungen. Also man kann die auch mit Schweizer Pantographen auf die Strecke schicken. So, dann wollte hier, eigentlich ging es darum, die S-Bahn endlich mal einzufangen. Dann kommt hier der klassische Fotobomber. Aber wir werden sie gleich noch ein Stückchen begleiten. Zwischen zwei S-Bahn-Stationen. So, dann schiebt sich natürlich der ICE ins Bild. Aber das ist ja auch ganz nett anzusehen. Der kommt natürlich gerade von der Schnellfahrstrecke runtergefahren. In Doppeltraktion. Richtung Salzburg Hauptbahnhof. So, jetzt haben wir aber endlich hier im Bild die Baureihe 4020. Schöne Geschichte. Wurde sich auch öfter gewünscht und jetzt ist sie endlich unterwegs. Und die begleiten wir jetzt mal ein Stückchen hier zwischen zwei S-Bahn-Stationen. Nett anzusehen auf jeden Fall. Und passt thematisch natürlich sehr gut rein. So, im Hintergrund sieht man auch den italienischen Kollegen, der neuerdings auf der Schnellfahrstrecke seine Runden dreht. Mehr dazu in der nächsten Folge. Da werden wir die alle mal ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, die Neuzugänge. Vorbei am kleinen Schrottplatz hier. Ja, gut sieht er aus. Das passt. So, das ist dann auch die nächstgelegene S-Bahn-Station Richtung Salzburg Hauptbahnhof. Da macht er natürlich auch Zwischenhalt. In der Mitte, die zwei Gleise sind halt Durchfahrgleise natürlich. Für den Regionalverkehr gedacht. Und diese ganze Ecke hier mit dieser S-Bahn-Station, das wird natürlich auch noch thematisiert in einer eigenen Folge. Das wird voraussichtlich irgendwie so eine Art Messe- und Kongresszentrum werden, was hier so das grobe Thema werden wird. Das Ganze dann wahrscheinlich kombiniert mit ein bisschen Wohnviertel, ein paar Schrebergärten werden dazukommen. Man sieht schon so ein bisschen was davon. Ein, zwei kleine Eindrücke kann man schon erkennen. So, aber darum geht es nicht in dieser Folge. Da haben wir nochmal die schöne 420er unterwegs. Nochmal der Wertstoffhof, hier so in etwas größerer Perspektive. Mit einem ICE, der sich gerade auch wieder Richtung Schnellfahrstrecke begibt. Auch die Buslinie kann man hier erkennen. Der fährt gerade über die Brücke oben drüber. Da ist nochmal so diese S-Bahn-Station im Blick. Wie gesagt, das wird auch nochmal eine eigene Folge werden, das ganze Gebastel hier. Das, denke ich, werde ich dann einfach über die Bühne bringen, wenn die S-Bahn-Station dort unten auch vernünftig ausdekoriert ist und Bahnhofsbeschilderung hat und solche Sachen. Dann werden wir das mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Aber insgesamt, glaube ich, ist das bis hierhin doch ein ganz ansprechendes Gesamtbild geworden, so diese ganze Ecke hier am Stadtrand.
Ja, was man hier auch schön erkennen kann, rechts im Bild die Sims, wie sie zu ihren Wohnorten laufen. Das habe ich einfach alles schön mit Besuchermagneten versehen, die ganzen einzelnen Gebäude. Und so verteilen sich die Sims eben auch schön im ganzen Stadtgebiet. So, dann haben wir noch ein paar größere Perspektiven hier rund um den Tennisclub, den ich hier angesiedelt habe. Und wenn ihr im Hintergrund mal darauf achtet, die Tankstelle, die hat halt praktisch auch Besuchermagneten verbaut. Also da fahren in regelmäßigen Abständen einfach Autos rein und wieder raus. Auch ein nettes Feature. Und dieses große Schulgebäude, was sich direkt bei der S-Bahn-Station befindet, das ist auch noch aus Train Fever-Zeiten, kann man sich runterladen. Meine ich, da gibt es eine Mod zur Mod, Gesamtschule Eichenzell, glaube ich, heißt das Ding. Da haben wir nochmal die 120 mit Intercity zu sehen. Ist jetzt eben auch auf der Schnellfahrstrecke unterwegs. Den Berührungsschutz für die Oberleitung habe ich auch noch angebracht an der Brücke. Und der Giruno, glaube ich, heißt da. Den habe ich hier auch auf die Reise geschickt. Wurde sich auch mehrfach gewünscht. Hervorragende Idee gewesen. Sieht richtig gut aus. Und auch den werden wir natürlich in der nächsten Folge dann, wenn es nochmal um die Schnellfahrstrecke geht, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, den Kollegen. Okay, nochmal ein paar Aufnahmen rund um die S-Bahn-Station. Zur Orientierung, links ist eben der Tennisplatz auf der anderen Seite der Gleise. Auch hier nochmal schön zu sehen, die ganzen Turmausleger. Ah, Betontextur ist vielleicht ein bisschen brutal für einen Tennisplatz. Ich weiß nicht, ob es Tennisplätze gibt, die einfach betoniert sind. Keine Ahnung. Das Freibad nochmal schön zu sehen hier. Ein paar Personen-Assets werde ich natürlich noch hinschmeißen. Das habe ich jetzt in dem ganzen Bereich noch gar nicht gemacht. Ich glaube, Ausnahme ist jetzt nur der am S-Bahnsteig habe ich ein paar hingestellt, aber sonst gar keine. Aber sonst fehlt hier auch nicht mehr viel, ehrlich gesagt. So, nochmal aus einer anderen Perspektive. Hier bei der Autobahn, die natürlich auch noch ein Thema werden wird. Autobahn gebastelt, das wird locker auch eine ganze Folge füllen, wenn ich da mal ein bisschen weiter vorangekommen bin. Ja, und so entwickelt sich das. Bauabschnitt für Bauabschnitt wird das alles gefüllt mit verschiedenen Themen, möglichst lebendig gestaltet. Bis hierhin, muss ich sagen, bin ich auch durchaus ganz zufrieden mit dem Fortschritt. Auch nochmal eine schöne Perspektive hier. Salzberg Stadtzentrum praktisch im Hintergrund. Also die Stadt hat sich jetzt auch relativ weit entwickelt, also von der Ausdehnung her, allerdings relativ schmal. Also das ist halt wie so ein Korridor und recht viel breiter als hier wird es auch nicht werden. Dafür eben sehr länglich, aber ich denke, das ist auch ganz in Ordnung. Na gut, langsam aber sicher sollte das dann auch gewesen sein für diese Folge.
Themen der nächsten Folgen, also definitiv, nächste Folge wird Schnellfahrstrecke werden. Da habe ich nochmal ein bisschen dran rumgeschraubt und neues Rollmaterial eben auf die Reise geschickt. Ein bisschen was davon habt ihr heute schon zu sehen bekommen. Und die Folge danach, da werden wir nochmal ein bisschen so in diesem ganzen Dieselbereich unterwegs sein und wahrscheinlich sogar eine Mitfahrt veranstalten. Okay, gut, danke fürs Zuschauen. Das war's, bis zum nächsten Mal.